Strandurlauber aus Gran Canaria. Ich bin die Barbara vom Beach Inspector und ich bin heute für euch an der Playa de Amadores im Westen der Insel. Dieser Strand ist künstlich angelegt und wurde so genannt, weil sich früher hier die Verliebten getroffen haben, um ein paar einsame Stündchen miteinander zu erleben. Heutzutage kommen hier vor allem Pärchen und Familien her, um einen entspannten Tag zu haben, denn es ist wirklich sehr ruhig und angenehm. Der Einstieg ins Wasser ist flach, sodass es sich auch für kleine Kinder tatsächlich lohnt. Viele liegen hier direkt am Anfang im Wasser, wie man sehen kann, und es ist wirklich einfach angenehm. Ansonsten mangelt es hier absolut gar nicht an gastronomischen Angeboten und an Shops, wo ihr alles noch besorgen könnt, was ihr für euren Strandtag noch vergessen habt. Es gibt außerdem zwei Wassersportanbieter. Der eine ist ein Tretbootverleih, wo ihr schön mit dem Tretboot außerhalb des Badebereiches entlang fahren könnt, paddeln könnt. Und das zweite ist ein Wasserpark, den ihr hinter mir seht, wo die Kinder sich richtig austoben können.